Wir fahren jetzt weiter nach Inzakina und bringen sie dorthin. Hier haben wir für ihre sichere Reise gebetet. Wir haben den Krankenwagen genommen, weil er diesen Krach macht. Das hätte ihr ganz bestimmt gefallen. Alle Einwohner von Inzakina sind gekommen, um die Tote ins Dorf zu begleiten. Sie tragen ihre neuen Kleider in der Farbe der Trauer, rot und schwarz. Bevor der Leichnam das Dorf erreicht, wird über ein Trankopfer die Verbindung zu den Ahnen hergestellt. Sie werden um Beistand für die Tote gebeten. Some of the songs they sing. Einige der Lieder, die sie singen, sind Abschiedslieder und stellen eine Verbindung her zur anderen Seite, zu der Seite, wo die Ahnen leben, die von uns gegangen sind. Die Tote wird zuerst ins Haus ihrer Mutter, der lange verstorbenen Großmutter von Mary, getragen. Hier können sich die Angehörigen mütterlicherseits verabschieden. Währenddessen singen die Frauen vor dem Haus Loblieder auf die Sexualität, Ausdruck von Lebensfreude und Fruchtbarkeit. Tod und Geburt gehören zusammen. Musik war schon immer auch eine Therapie gegen Niedergeschlagenheit und Depressionen. Das Tanzen und Singen erzeugt Adrenalin und macht fröhlich. Anstatt zurückgezogen herumzusitzen und nur noch an den gestorbenen Menschen zu denken, bewegst du dich und tanzt. Die Hormone im Körper verändern deine Stimmung. Das hilft auf jeden Fall gegen die Depressionen. Die Leute machen das zwar unbewusst, aber es ist ganz eindeutig eine Form von Therapie. Jetzt überreichen wir den Ältesten die Geschenke für die rituelle Waschung. Da gehen wir jetzt hin. Dies sind alles Sachen für die Waschung. Das Material für die Waschung der Toten wird aus den Fasern eines getrockneten Baumstammes gewonnen. Das Naturprodukt wird als Schwamm und Zahnbürste benutzt. Jeder Gast hat etwas mitgebracht und die Geschenke werden unter allen verteilt. Ein paar Stunden später wird das Gemälde der Toten ins Ahnenhaus gebracht, da wo Marys Mutter heute Nacht aufgebahrt wird.
Bis dahin kehrt für ein paar Stunden etwas Ruhe ins Dorf ein. Im Dunkeln wird die Leiche gebracht. Bei der Waschung dürfen nur engste Familienmitglieder der Toten dabei sein. Jetzt wird meine Mutter gewaschen, angezogen und hingesetzt. Der Ältestenrat guckt dann, ob alles in Ordnung ist. Und danach wird die Tür aufgemacht. Familie, Nachbarn und Freunde können kommen, meine tote Mutter noch einmal sehen und dann Abschied nehmen. Mercy Awuli, Marys Mutter, ist der Tradition entsprechend im Sitzen aufgebahrt, damit man sich ein letztes Mal zu ihr setzen kann. Der Raum ist für sie festlich geschmückt worden. Die Tür ist offen für jeden, der sich von ihr verabschieden möchte. Bis zum Morgen werden die Leute meiner Mutter die letzte Ehre erweisen. Aber draußen gibt es auch Musik und wir tanzen. Junge Männer und Frauen aus verschiedenen Orten kommen hierher, lernen sich kennen und vielleicht heiraten sie später sogar und verbringen den Rest ihres Lebens zusammen. Bei Beerdigungen die große Liebe zu finden, das kommt oft vor. Am nächsten Tag findet vor dem Ahnenhaus ein Gottesdienst statt. Die Tote war Christin. Dann wird das Huhn den Gästen präsentiert. Noch ohne Leiche. Sie sehen es zum ersten Mal, denn die Geschwister haben den Sarg heimlich ins Dorf gebracht. Jetzt darf das Huhn ausgiebig bestaunt werden. Mercy Awuli liegt inzwischen im reich verzierten Bett. Ihre Beerdigung rückt näher. Das Verabschiedungsritual ist aber noch lange nicht zu Ende. Wir vermissen dich. Was sollen wir ohne dich machen? Fragen sie. Und warum hast du uns verlassen? Haben wir dich nicht genug geliebt? Wir erwarten von den Frauen, dass sie trauern und weinen und dass sie ihre Gefühle auch in Worten ausdrücken. We hate
Wir Afrikaner hassen die Stille. Du kannst Stille haben, wenn du allein bist. Aber in einer Gruppe, wenn 20, 30, 100 oder 1000 Leute zusammenkommen, dann entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Und dazu brauchen wir einfach die Musik. Inzwischen liegt Mercy Awoli im Huhn. Ein letztes Mal tanzen die Frauen um sie herum in ihren neuen weißen Kleidern. Nur die Kinder der Verstorbenen tragen die Farbe der Trauer. Wenn jemand stirbt, dann geht er nicht zu den Göttern, sondern zu den Ahnen. Du gehst zu denen, die dir vorausgegangen sind. Du bist wieder mit ihnen vereint. Eigentlich ist der Tod wie eine Reise. Mehr als 4 Wochen nach ihrem Tod beginnt für Mercy Awoli die Reise im Huhn ins Jenseits. Dabei ist die erste Etappe das Familiengrab. Hier liegt ihr Bruder, noch ein Bruder und noch einer, alle vereint. Sie sind alle tot. Am Grab herrscht zunächst Verwirrung. Man streitet sich darüber, wie rum die Tote nun tatsächlich liegen muss, an welches Ende ihr Kopf gehört. Schließlich einigt man sich. Here departed, we commit her body to the ground, earth to earth, us to us, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection. Amen. 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 Wenn sie es sehen könnte, hätte sie es geliebt. Sie kann die Beerdigung aber nicht sehen, aber es hätte ihr gefallen. Ne pas ne ka to mo fe e ka mo ko we.